vergessen. Seien Sie einfach bereit, wenn wir ihn eingeholt haben. Jawohl, Sir. Ich werde bereit sein. Kann ich Sie etwas fragen, Commander? Was gibt es? Sind Sie besorgt, dass der Rat Saren schützen könnte? Ich meine, weil Sie sich vorher auch nicht gerade überschlagen haben. Was ist, wenn wir ihn finden und zurück zur Zitadelle bringen und Sie dann nichts unternehmen wollen? Sie scheinen sich deswegen einige Gedanken gemacht zu haben. Sagen Sie, was Sie denken, Gauss. Nun, vielleicht sollten wir Ihnen gar nicht erst die Gelegenheit dazu geben, Commander. Meiner Meinung nach ist Saren viel zu gefährlich, um am Leben bleiben zu dürfen. Es könnte einfach zu viel passieren. Er könnte entkommen oder der Rat könnte ihn gehen lassen. Wenn wir ihn finden, falls wir ihn finden. Ich wollte vorschlagen, dass wir ihn aufhalten. Ein für allemal. Ich bin froh, dass Sie es so sehen. Ich hatte nie vor, diesen Bastard lebendig zu fangen. Wenn ich ihn sehe, ist er so gut wie tot. Gut. Das wird dem Rat nicht gefallen, aber er kann Sie auch nicht aufhalten. Wissen Sie, genau aus diesem Grund wollte ich ein Spectre werden. Man muss sich keine Sorgen mehr machen, dass einem irgendwelche bürokratischen Idioten die Sache vermasseln. Seien Sie einfach bereit, wenn es soweit ist. Ja, Sir. Brauchen Sie Vorräte? Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Shepard, gut, dass Sie hier sind.
Schön, Sie wieder lächeln zu sehen. Gewissermaßen. Ich schlafe jetzt viel besser. Ich habe mich wohl an die Stille auf diesem Schiff gewöhnt. Aber ich denke immer noch viel an meine Pilgerreise. Ich weiß, dass Saren höchste Priorität hat. Ich hatte nur gehofft, auf einer der vielen Welten, die wir aufgesucht haben, etwas zu finden, das ich zurück zur Flottille bringen kann. Ich rate Ihnen, diese Mission nicht zugunsten Ihrer Pilgerreise zu vernachlässigen. Das werde ich nicht. Sie haben mein Wort darauf. Aber meine Suche werde ich auch nicht aufgeben. Die Flotte ist auf die Ressourcen angewiesen, die wir auf unseren Pilgerreisen finden. Normalerweise bringen die meisten ein ausgedientes Schiff mit, das wir als Ersatzteillager nutzen. Aber ich brauche etwas Besseres. Man erwartet viel von mir. Warum erwartet man so viel von Ihnen? Es hat mit meinem Vater zu tun. Er ist ein hohes Mitglied des Admiralitätsrates. Er ist einer von nur 5 Leuten, die die Entschlüsse des Konzils zum Wohl der Migrantenflotte überstimmen können. Mein Vater ist verantwortlich für das Leben von 17 Millionen Leuten, für unser ganzes Volk. Und ich bin sein einziges Kind. Dann sind Sie so etwas wie eine quarianische Thronfolgerin. Nein, so funktioniert das nicht. Die Position meines Vaters ist nicht vererbbar. Ich persönlich werde wohl niemals im Admiralitätsrat sitzen. Offiziell bin ich eine gewöhnliche Bürgerin wie alle anderen. Aber in der Praxis sieht das anders aus. Aufgrund meines Vaters haben mich die Leute immer anders behandelt. Sie müssen viele Privilegien genießen. In meiner Kindheit hatte ich es wohl leichter als die meisten anderen. Aber es gibt auch Nachteile. Leute wie mein Vater haben viele Feinde. Und sie zögern nicht, mich zu nutzen, um ihm zu schaden. Das muss schwer für Sie sein. Mein Volk legt hohen Wert auf die Familie und die Herkunft. Es gibt die unausgesprochene Erwartung, dass ich in seine Fußstapfen trete. Alle erwarten von mir, dass ich etwas ganz Besonderes von meiner Pilgerreise mitbringe. Etwas, das unser Leben positiv und dauerhaft verändern wird. Wenn ich es nicht schaffe, gelte ich als Versagerin. Und das hätte unangenehme Folgen für mich und meinen Vater. Ihre Arbeit hier ist wichtiger als alles, was andere Quarianer jemals getan haben. Ja, ich weiß. Aber die quarianische Kultur ist nicht einfach zu verstehen. Wir sind eine sehr isolierte Gesellschaft. Ereignisse, die nicht unmittelbar unsere Flottille betreffen, sind den normalen Bürgern egal. Unser größter Traum ist, eines Tages nach Hause zurückzukehren und die Geht zu vertreiben. Aber selbst wenn wir Saren aufhalten, wird das nicht geschehen. Hinter dem Nebel gibt es noch Millionen von Geht. Und solange sie noch dort sind, müssen wir im Exil leben. Was zum Beispiel könnten Sie denn mitbringen, um alle glücklich zu machen? Etwas, was uns helfen kann, die Geht besser zu verstehen. Seit unserer Flucht haben sie sich deutlich verändert. Sie scheinen sich zu entwickeln. Wir haben sie gründlich studiert, aber es ist nicht einfach. Sie sind sehr scheu. Noch bis vor kurzem haben sie den Nebel niemals verlassen. Und alle Geht, denen wir jetzt begegnet sind, stehen unter Sarens Kontrolle. Wir müssen Geht finden, die eigenständig agieren, unabhängig. Aber ich will damit nicht unsere Mission behindern, Shepard. Erst müssen wir Saren aufhalten. Dann werde ich mich um meine anderen Probleme kümmern. Wie war Ihr Vater? Es war nicht einfach, als Tochter eines der Admiralitätsmitglieder aufzuwachsen. Schon bevor er dem Rat beitrat, war er ein berühmter Mann. Die Leute sahen in ihm eine Führungspersönlichkeit. Er ging immer mit gutem Beispiel voran. Und das Gleiche erwartete er auch von seiner Tochter. Und er war sehr streng. Ein Mann des Militärs durch und durch. Er hat immer nur Bestleistungen von mir erwartet. Als Kind hatte ich oft das Gefühl, dass er zu viel von mir verlangt. Aber mittlerweile bin ich alt genug, um zu würdigen, was er mir beigebracht hat. Dass wir von der Welt nichts geschenkt bekommen, sondern uns alles erarbeiten müssen. Wie war Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter? Meine Mutter war immer da, aber sie schien immer nur eine Nebenrolle zu spielen. Sie stand sozusagen immer im Schatten meines Vaters. So geht es vielen Leuten mit meinem Vater. Sie ist vor ungefähr 5 Jahren gestorben. Sie war an einem Virus erkrankt, von dem die Flotte befallen war. Das passiert manchmal, wenn die Filter versagen. Mein Vater hat das schwer getroffen. Nach ihrem Tod hat er sich noch mehr in Arbeit gestürzt. Das ist wohl seine Art, mit der Trauer fertig zu werden. Klingt nicht gerade nach einer glücklichen Kindheit. Machen Sie Ihrem Vater keine Vorwürfe? Nein. Wie schon gesagt, es war nicht einfach. Zu meinem Vater kann man kein besonders inniges Verhältnis haben. Und er war auch nicht besonders oft zu Hause. Zu beschäftigt mit Arbeit.
Die Leute zählten auf ihn und er hat seine Pflichten sehr ernst genommen. Selbst wenn er zu Hause war, schien er immer etwas abwesend zu sein. Als ob er mit den Gedanken immer woanders war. Wenn ich darüber nachdenke, muss ich gestehen, dass ich ihn nie lächeln gesehen habe. Nicht ein einziges Mal. Diese ganze Verantwortung schien immer wie eine Last auf seinen Schultern zu liegen. Ich weiß, dass ich ihm am Herzen liege. Aber er hat es niemals gezeigt. Nicht so wie andere Väter jedenfalls. Ich glaube, das Beste, was ich über meinen Vater sagen kann, ist, dass ich ihn respektiere. Ich möchte über etwas anderes sprechen. Zum Beispiel? Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Was kann ich für Sie tun, Commander? Gute Arbeit. Weitermachen, Adams. Jawohl, Commander. Tja, das war's. Bis dann. Es ist um 3 Uhr morgens in der Früh und ich bin fertig. Alles Gute. Bis dann.